Jawohl, wieder da. Letzte Mal für diese Woche, beziehungsweise an einem Sonntag, je nachdem, wann ihr es guckt. Das Zuschauerverhalten ist natürlich unterschiedlich. Entweder ihr guckt das in eins durch, alle vier Folgen, oder nehmt euch halt eben einen Abend oder einen Tag frei. Wie schon gesagt, ich weiß das ja nicht, aber ich grüße euch herzlichst. Und natürlich auch die, die mir Kommentare geschrieben haben, Likes hinterlassen haben und eventuell auch ein Abo. Jetzt habe ich ja hier nochmal hier alle schönen Kristall, also Edelsteine geschürft, gehackt. Dann gucken wir doch mal auf unsere Potenz. Wir sehen in dem unteren Bereich Erzbuddler 70, da geht's schürfen. Da steht aber immer noch 0%. Das scheint was Neues zu werden. Edelmetallbuddler 55%, Salzkohle, Schwefel 40%, Erzbuddler 70% und Edelsteinbuddler 45%. Zu lernen habe ich auch noch einige Dinge. Das sind so Talente, da gucke ich kaum drauf, ehrlich gesagt. Ja, und jetzt haben wir ja diesen Bereich. Haben wir ja durch. Jetzt habe ich mir natürlich auch wieder aufgeschrieben. Ich muss ja noch ein Stockwerk runter. Also zu den Greifen hin. Die es da in der Ebene gibt, wo es rechts rum... Ach, ihr werdet das sehen. Ich springe da mal eben hin. Jetzt befinde ich mich hier bei dieser Höhle mit den zwei Felsen da, rechts und links. Und wir tun jetzt mal so, als wären wir jetzt wieder runtergekommen. Von der letzten Folge. Und hier hat es ja noch Greife gehabt. Die habe ich... Da gab es nur einen. Unspektakulär erledigt. Da hinten bin ich entlang gegangen. Da oben hoch komme ich wieder in bekannte Gefilde, also nichts Neues. Und da hinten über meinem Kopf geht es auch nicht weiter. Bin am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Das bringt ja nichts. Ich glaube, ich gehe noch mal eine Etage tiefer, weil guckt euch das mal an. Geht ja überall. Da müsste man überall nochmal alles nachgucken, ob es da nicht irgendwie in den Etagen, das sind so zwei Zwischenetagen in der Art, dass da nicht noch irgendwie Höhlen sind oder noch irgendwie was. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch so viel versteckt ist und nicht nur unbedingt unten zur ebenen Erde. ja. Also, ich werde mich melden, wenn ich... Hier, da hinten ist das Häuschen. Da, wo ich vorher war mit dem... Ja, mit dem Salhal, ne? Salalin oder wie er hieß. Schatz. Ja, ich muss jetzt nochmal weiter gucken. Vielleicht hier unten nochmal. Ich melde mich wieder. Von hier runterkommend gehe ich mal hier weiter. In Richtung diesen alten Turm da, wo ich habe ich es auch nicht so. Aber jedenfalls habe ich da einen befreit. So, dann haben wir nämlich hier noch so... Jo, hier noch ein paar Ruinchen, ein paar Steinchen hier. Ja, lustig. Da hinten komme ich auch nicht mehr weiter. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo eine Höhle hier. Das ist echt vertrackt. Aha, man kann also so rum. Okay, gucken wir mal. Ist vielleicht hier hinter dem Stein was? Nein. Liebe Freunde, ich... Oh, war ich hier schon mal? Das sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Hier liegt sogar was rum. Nö, kann man nicht aufnehmen. Ah, hier. Nomadenschwert. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir einen Wüstenräuber. Da ist nicht zu holen. Nicht zu holen. Kann natürlich sein, dass ich das vor ewigen Zeiten schon, dass ich hier schon vorbeigekommen bin, Leute. Ich weiß es nicht so recht, aber gehen wir erstmal hier runter. Anki Junkie. Und, aha. Das sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Okay, ich melde mich nochmal. Wenn das hier die Leiter ist, die wo da so auf so einen Stein, ja, dann war ich da schon mal. Ja, da muss ich mal weiter gucken. Jetzt nochmal zur Kontrolle. Hier an diesem Zeltchen vorbei ging es hier rum. Ich habe nämlich ein neues Gebiet entdeckt, beziehungsweise eine neue Höhle. Hier ganz schmal geht das hier rum.
orientieren wir uns, da hinten ist noch so eine Lücke hier zwischen meinem Schädel. Und jetzt habe ich hier was entdeckt. Und zwar hier ist auch eine Höhle. Da war ich nämlich noch nicht. Gucken wir mal. Ach ja, wie lustigst Schwefel. Aha, endlich wären wir wieder hier, damit wir hier so Knallsprengstoffe machen können. So hier wie zum Beispiel, warum mache ich denn das eigentlich? Einzeln. Doch mein super Loot. Okay. Da ist ein Ogre. Da ist ein Ogre. Ogre Popoga. Eispfeil, geschärfter Pfeil, Feuerpfeil, Giftpfeil. Nimm mal Feuerpfeil. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich gegen den Ogre mal so kämpfen kann. Weiß ich nicht. Gucken wir mal nachher, aber nachdem ich gespeichert habe. Jupp, so Feuerpfeilchen und ein Ogre mal natzen. Oha. Der ist zäh. Mach hin. Oh, es kommen noch mehrere. Die sind zäh. Und nicht so wie ich. Also das ist jetzt ulkigst. Hm. Vielleicht funktioniert ja ein großer Feuerball. Oh, reicht die Magie? 2, 3. Ja genau, richtig. Der lädt sich ja nur 3-mal auf. Also bis zur Maximalgeschichte. Also das ist ja gemein. Hm. Tja, ja. Was machen wir jetzt, Adli? Schauen wir mal. Mit dem Schwertchen dürfte ich das überhaupt nicht packen. So sieht das doch gut aus. Will ich auf jeden Fall nochmal speichern gleich. Nein, dann kommt er raus! Und ich habe keinen Feuerfall. Oh, was bescheuert ich bin. Nee. Okay, er kommt noch nicht rum. Werde ich aber auf jeden Fall nochmal hier ganz schnell mal Feuerpfeil anlegen. Mal gucken, vielleicht bleibt er auch da hängen, hier in der Ecke. Das tut er sogar auch. Oh. Please, 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 please. Okay, er bleibt da hocken. Ja. Er macht also seinen Breakdance im Feuer, im Feuergewand. Okay. Oh, 7 mal 50 bringt natürlich 4. Viel, meine ich. So, eigentlich kein Mor. Okay, was haben wir denn hier? Hier gibt's nichts. Nicht zu holen. Okay, ah, der dampft noch lustigst vor sich hin. Dann speichern wir mal. An dieser Stelle nochmal herzlich gegrüßt. Und zwar auch an einen Zuschauer, der nicht so oft Kommentare schreibt, aber wenn. An dieser Stelle nochmal gedankt an Admiral Tolvin, Malcolm McDowell oder Donnell. Ich komme auf den Schauspielernamen jetzt nicht. Avatar. Kennen wir uns? Das wäre mir nämlich ein bisschen neu. Weil ich konnte... Oh, da steht wieder einer. Ich konnte nämlich mit deinen Koordinaten eigentlich nicht viel anfangen. Oh! Boah, Alter, kann der brüllen. Vielleicht kriegt er so ähnlich hin wie eben. Ja, ne, da komme ich irgendwie in Nordrhein-Westfalen raus. Und da kenne ich eigentlich niemanden. Vielleicht gibt es mir noch mal einen Hint, einen kleinen Hinweis. Wäre cool. Okay, weiter zurück zum Spiel. Und zwar da, wo der Ogre mal wieder hängen bleibt. Mhm. Los, schnell den Winkel. Ja, genau. Na? Den Winkel ändern. Alter, können die brüllen. Ist ja übelst nicht so... Wo willst du denn jetzt hin? Er bleibt mit seinem rechten Fuß da hängen. Ein Glück. Nicht zu holen. Die haben also nichts dabei, die Ogre. Richtig. So, er hat sich jetzt ausgedampft. Jetzt schauen wir mal hier nochmal. Nein, gibt es hier noch wer, der eventuell noch auf mich lauert? Ah, sehr viele Steinchen hier. Oh, ja. So eine Art Labyrinth hier, Steinlabyrinth. Was ist denn da hinten in der Ferne? Da ist noch irgendwie eine Öffnung. Oh. Was jetzt?
Gobanten. Gobbos, oder? Wüsten-Goblin-Krieger in der Höhle. Mhm. Schön. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Wie komme ich ja hier hoch? Haha. Superklasse. So. Soll ich jetzt die Feuerpfeile verschwenden oder mal eben... Oh! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da fühlst du dich... Denkst du, du wärst hier auf so einem Felsen sicher? Nix da. Naja, komm. Ich und meine Leichtsinnigkeit. So, 5 Gold, hast du was? Nee. Noch der andere eventuell? Nein. Da ist auch noch einer. Okay, dann hätten wir die auch schon mal gepackt. Ich gehe mich mal frisch machen. Schauen wir mal, wo wir weiterkommen. Oder ob wir weiterkommen. So, wo waren die jetzt nochmal? Genau, hier konnte man sie entdecken. Und da ist ein Kräuterchen. Okay. Kronstöckel. Wichtig, liebe Freunde. Wichtig. Ja, okay. Die beiden, die werde ich wohl mal hier... Okay, 3. Oh, übelst. Menno, Menno, Menno. Menno, Menno, Menno. Nix. Okay. Halten die da eine Seance ab? Ohohoho. Also sind das jetzt nur noch restliche Gobline oder wie oder was? Da sind da noch ein paar Oger mit bei. Da hinten ist noch was. Da ist das. Was ist denn da hinten? Was sieht da so aus? Ja, doch, da ist ein Oger. Mhm, okidoki. Ja, dann, gehen wir mal kurz zurück zu den Waffen. Und machen wir mal einen Giftpfeil rein. Und dann versuche ich mal, aber nicht den Oger, sondern... wenn ich jetzt hier nochmal drauf mich schwinge, dann... so. Da riskiere ich natürlich, dass da wieder irgendeiner hochkommt. Und zwar hier, an der Stelle war das. Na? Ah, da hinten ist noch einer am Winken. Ja, jetzt ist der hier unterm Stein. Was machen wir denn da mal? Genau, richtig. Hacke, hacke. Und ist alles kaputt. Aber da ist noch einer. Hier ist nichts zu holen. Der müsste irgendwo dahinter sein. Da ist einer. Ach, der ist jetzt weg. Der ist auch weg. Und der ist auch kaputt, Nick. So muss er laufen, denke ich mal, ne? Liebe Freunde von der Beute. Der Gobline. Okay. Auch noch was. Hier ist nichts mehr. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Oger mich nicht verwischt. Erwischt, meine ich. Hier ist auch nichts drin, ne? Da sind aber noch mehr von diesen... Goblin-Wüstenkriegern. Okay. Gucken wir mal, hier ist eine Kiste mit Proviant. Kann man immer gut gebrauchen. Ich speichere mal. Und schauen wir doch mal unter Verschiedenes. Da gibt es noch ein Loot-Zeug, was ich noch nicht hatte. Doppelter Apfel-Honigtabak. Sodele. Gucken wir mal am besten ganz nach unten. So, da ist nämlich die Kiste mit Proviant und noch ein Lederbeutel mit Goldbrocken. Was befindet sich für Proviant in der Kiste? 3 Käse, 1 Topf Milch, Brot und 8 Fleisch, 6 Fleischkeulen. Haha, haha. Ja, auf ins nächste Ründchen. Mal gucken, vielleicht treffe ich ja schon. Oh ja, das ist auch gut. Da braucht man ja nicht. Braucht man ja gar nicht den Umstand zu machen, auf ein Steinchen zu springen. Nein, das wollte ich jetzt so nicht machen. Mich vertippt. Okay, gibt's nichts. Ah, da hinten sind noch welche. Oh, Leute. Bisschen Gold.
Ach, da. Nein, 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 nein. Hau doch ab, Roland. Mann, oh Mann, oh Mann, haben die mich echt genervt? Yusufna. Okay. Irgendwas hier noch vergessen? Nein, okay. Wo sind denn die nächsten? Ah, jetzt kommt wieder was. Ach, da hinten ist einer. Und tschüss. Da ist nicht zu holen. Ja, jetzt kommen wir wieder gefährlich nahe. Ah, hier gibt es eine Sound, eine Schwelle, ein Trigger. Da hinten ist der Ork. Oh, weia. Speichern, ne? Da sind zwei Ogre. Ziemlich weit vorne sind. Okay, Giftpfeil. Treffe ich nicht. Der, jetzt. Oh, weia. Du am besten mal abhauen. Du am besten mal darauf vertrauen, dass die Oger nicht so klimmen können. Ah, Mist. Mist auch nicht. Ah, Leute. Oh! Ah, Treffer. In Schädel rein. Voll in Schädel rein. Oh, das tut weh, ne? Ja, das tut weh. Gucken. Der nächste positioniert sich mal woanders hin. Ja, wohin willst du denn? Ögerle. Ja, dreh dich im Kreis, oder was? Ah, okay. Gleiche Stelle. Immer schöne voll in den Dickschädel rein. Dickschädel Blues. Und Tschüssinger. So sieht's doch aus. So ist doch gut. Nicht zu plündern. Gibt es denn hier die Morgensterne? Ah ja, die sind immer weiß. Gut. Die Oger haben ja nix. Jetzt mal wieder hier zurück zur Ansammlung von den Gobolinos. Ah, da ist noch ein Oger. Sind noch mehr Oger, sehe ich gerade. Noch 1, 2, 3 mindestens. So, ich musste noch einen Spruch aussuchen, den ich am besten mal mache. Und zwar mit einem Golem erwecken. Mal gucken, ob ich da... Ach, so ist das. Da habe ich mal Glück gehabt. Gucken wir uns erstmal das Schauspiel an, aber nicht tatenlos, sondern einfach mal mit... Nein! Jetzt ist der... Oh weia, jetzt ist der weg. Ah. Ne. Du bist mir echt mal eine Frisur hier. Mann, oh Mann, oh Mann, das wird doch wieder nix. Okay. Noch der Oger über, aber wo? Wo ist der Oger? Ach, da ist er. Ja, nee. So nicht, mein Junge. So nicht, mein Freund. Oh. Der ist auch noch wunderbar im... Shit. Der ist auch noch wunderbar im Klettern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wird natürlich jetzt wieder mal... Los, bleib doch mal stehen hier. Ich muss dich doch mal wieder in den Schädel treffen. Genau, richtig. Ich habe die gar nicht so zappelig in Erinnerung, liebe Freunde. Okay, das ist aber auch das. Morgenstern. So, bei dem anderen weiß ich jetzt nicht... Nicht zu holen. Wo die sind? Okidoki. Moment, was haben wir denn? Auf der Seite? Ah, das ist mein Golem. Mein Erfschaffen, ne? Das ist eine Truhe. Here we go. Ah, da ist noch einer. Na dann komm doch her.
Okidoki, das war das. Die Truhe ist bestimmt zu knacken. Das mache ich aber später. Ach, was soll's? Ich riskier's. Lass mal gucken, ob noch irgendeiner da in der Ecke ist. Nein, ist nicht. Okay. Ach, ich brauche gar nicht knacken. Ja, schau mal. Hier haben wir Akese. Das ist gut. Alles gut. Ja, das muss ich jetzt so machen. Oder kann ich das auch so looten? Im Quick Loot? Ja! Ha, das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Aber es geht. Was? Paket mit 30, 20, ganz viele Bolzen. Nicht zu plündern. Okay. Ist der denn? Der hört sich so nah an. Ach, da ist er. Ach, du liebes bisschen mit einem Oger. Die haben sich da drin verfangen im Felsen. Oh, Glück muss man haben. Okay. Wunderbar, so sieht's doch aus. Ach ja, um goldenen Ring. Oger hat natürlich nichts, nur den Morgenstern. Okidoki, dann gehen wir mal weiter hier. Richtung... Ach, hier ist noch was. Richtung die anderen Ogern und Gobos. Schlimm, schlimm, schlimm. And now to something completely different. Wie kann sein? Unwetter. Wir nehmen mal ein Unwetter. Um auch wenigstens mal die Oger zu schwächen. Los, renne. Oho. Oho. Oh ja, ein bisschen geschwächt sind sie. Haha, lustig. Gehe ich zu meinem Stein hier. Und versuche dann auch wieder hier die Oger zu treffen von hier aus. Nee, nicht so gut. Aber jetzt. Auch nicht. Yep, das könnte klappen. Nein. Geht ihr mal wo aus der Ecke raus? Ja, kaum sage ich es, passiert schon. Kacke. Tja, ob wir diese vier Spaßvögel da auch noch wegkriegen, weiß ich nicht. Gucken wir mal, vielleicht komme ich hier hoch. Ja, das ist doch klasse. Das könnte klappen. Weil das ist ein ziemlich hoher Felsen. Du bist weg. Und du bist auch weg. Auweia, lohnt es sich darüber zu jumpen? Gucken. Ja, fast. Ja, das geht auch. Okay. Na endlich. Die Höhle ist jetzt hier im unteren Bereich. Nicht zu plündern. Gereinigt. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Nichts. Ah, hier hat es ein bisschen Gold. Verdammt nochmal, wie gut ist das denn? So, dann gibt es hier noch wieder ein bisschen Loot. In der Glut ist keine Loot. Wieder eine Kiste mit Proviant. Wieder eine Kiste mit Proviant. Dann Pfeile und wieder ein Paket mit Pfeilen. Das mag ich doch. Gucken wir uns doch gleich nochmal die Proviantkisten an. Was wir denn da so alles drin haben. Kiste mit Proviant. 5 Bananen, ein Wein aus Warand, ein Schinken, 2 Brote, 5 Tomaten. 30 Gegenstände erhalten. Okay, das waren ja die Pfeile. Und jetzt, was haben wir hier noch? Käse, Honig, Flaschen, Wasser, Brote und Würste. Okay, dann machen wir die eben auch. Entpacken wir die auch nochmal eben. Und das haben wir dann jetzt davon, dass wir hier nochmal hier hochgehen können.
Weil da geht es nämlich auch noch irgendwie weiter. Bin gespannt. Aha. Eine weitere Höhle. Aha. Eine Riesenhöhle. Warum habe ich den Eindruck, dass es hier nach draußen geht? Warum nur? Ah, jetzt sind wir wieder ein Stockwerk höher. Okay. Mhm. Gut, dann gehen wir mal weiter hoch. Hoch. Was ist denn das für eine ulkige Höhle? Also das ist wohl so eine Höhle, wo man wirklich in alle Ebenen kommt, oder wie? Oh oh. Ja, habe ich mir gedacht. Aha, das ist ja eine interessante Stelle. Eine sehr interessante Stelle. Okay, die werde ich mir mal irgendwie mal auf der Karte vermerken. Das heißt also, ich gucke mir die Karten an und gucke mal, wo das ist. Stopp, nicht verruckeln. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Pfeil, ach so, okay, auch im links unten in der Mitte sozusagen. Ja, dann geht es hier noch bestimmt in die dritte Etage, wenn ich hier weiter hochgehe. Lasst mich raten, da hinten geht's auch raus. Nee, da hinten endet's. Nee, oder? Doch. Kronstöckel, okay. Hier hat ja der Modellierer keine Lust mehr gehabt. Setzen wir mal einen Kronstöckel rein. Aber auch gut. Dann haben wir das hier also an dieser Stelle mit der Höhle geschafft. Ha, 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 ha. Jetzt gehe ich aber wieder ganz unten zum Eingang. Springe ich hin. So, von hier gekommen. Jawohl. Dann gehen wir mal hier noch weiter entlang. Ach, hier geht's auch runter. Okay. Die Musik ist wieder aus, aber wie ich schon erfahren habe, beziehungsweise aus Erfahrung ich sagen kann, dass sie nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Okay, hier sieht's nach Ende aus. Ja, leider geht's hier nicht weiter. Und da unten im Sand war ich ja schon. Trotzdem, vielleicht gibt es hier unten noch irgendwie... Nee. Oder vielleicht ist da noch eine Höhle? Nein, ist da nicht. Okay. Dann muss ich mal weiter überlegen. Das mache ich aber in der nächsten Folge mit dem Überlegen. Dann gucke ich mich noch mal ein bisschen um und verabschiede mich hier. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.